Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer Wie auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch ein schnelles Full-Face-Make-up ohne ein Augen-Make-up, weil manchmal, wenn es schnell gehen muss, soll, dann tue ich einfach nur mein Gesicht machen. Also da benutze ich Foundation oder getöntes Produkt, die halt ein bisschen Farbe haben, Blush, Bronzer. Solche Produkte verwende ich, wenn es wirklich ganz schnell und trotzdem gut aussehen soll, dann verwende ich halt die Produkte, was halt einfach schnell geht, einfach zu verblenden, halt einfach schnell gehen. Und das möchte ich euch heute zeigen, ein schnelles Full-Face-Make-up, halt wie gesagt ohne ein Augen-Make-up. Weil manchmal trage ich auch gerne kein Augen-Make-up und dementsprechend ist das jetzt so ein Look, was ohne Augen-Make-up ist. Fangen wir mit dem ersten Produkt an, was ich jetzt verwenden werde. So die ganze Gesichtspflegeprodukte habe ich schon verwendet, Primer auch. Jetzt, was ich verwenden werde, ist von Trended Up das Matte Perfection Mousse Make-up. Das ist dieses Produkt hier. Das kennen, glaube ich, auch sehr, sehr viele. Hier habe ich die Farbe 010. Seidig zartes Mousse Make-up mit Anti-Glanz-Effekt kaschiert Hautunregelmäßigkeiten für einen ebenmäßigen matten Teint ohne Maskeneffekt. Weil manchmal mag ich es schon gerne, mattere Produkte zu verwenden, weil manchmal habe ich schon glowige Primer verwendet oder ich verwende ja noch Highlighter-Produkte. Dementsprechend, da möchte ich tatsächlich ein bisschen wieder ein bisschen runterziehen, damit es nicht so glowy ist. Weil gesunder Glow, das mag ich, aber soll nicht so overglow sein. Also es soll nicht zu viel. Dass es nicht so speckig dann am Ende aussieht. Dass es trotzdem einen schönen Glow einfach im Gesicht man hat. Und gerade im Sommer ist es sowieso, dass man ganz schnell glänzen kann über den Überstunde hinweg und dementsprechend. Und manchmal trage ich dann auch keine Mascara nicht. Gerade wenn wärmere Tage sind, dann mag ich das wirklich ungern irgendwie einfach zu viel auf mein Gesicht zu haben. Weil dann, wie gesagt, mache ich dann auch kein Augen-Make-up nicht. Weil das ist dann einfach zu viel ist, weil ich möchte dann doch meine Haut einfach atmen lassen, damit einfach nicht zu viel nicht drauf ist. Weil das verschmiert dann wieder und das alles so dementsprechend. Klar gibt es Produkte, die leicht sind, die schon eine leichtere Textur, aber die trotzdem getönt sind. Aber jetzt kommen wir, es soll ja schnell gehen. Ich labere jetzt nicht mehr so viel rum und verwende das jetzt, das von Trended Up. Da muss ich sagen, wenn ich tatsächlich, wenn es schnell gehen soll, wirklich meine Finger, weil das geht einfach schnell, dann irgendwie das, weil es, das muss, Make-up tut sich super toll verschmelzen mit der Haut, wenn ihr das auch mit die Körperwärme, also mit den, wie sagt man, halt die Körperwärme, verschmilzt das Make-up einfach perfekter mit die Haut. Das sieht so aus. Also ich habe das schon auch sehr oft verwendet. So, das reicht auch. Und dann verteile ich das einfach. Das ist quasi auch so ein Look, was ich auch sehr, sehr gerne im Sommer, also in den heißeren Tage trage. Weil, wie gesagt, wenn ich trotzdem Make-up drauf haben will, aber nicht darauf gänzlich verzichten will, dann verwende ich solche mousige Produkte dann doch schon sehr, sehr gerne. Was ich auch gerne mache, ist auch das Mousse-Make-up abpudern. Weil, wie gesagt, gerade wenn es heißere Tage wir haben, dann ist es doch besser, wenn es einfach abgepudert ist. Weil
Wie sagt man, auf jeden Fall. Mann, ey, Mann. Wie gesagt, bei das verschmilzt einfach besser mit den Händen, im Finger, wenn ihr es verteilt. Klar, ich erzähle jetzt dadurch und deswegen wird es trotzdem nicht so schnell. So, das war's auch. Und jetzt trage ich nur noch ein bisschen Concealer auf. Da nehme ich den Concealer von Catrice, den Tuscan High Cover Concealer. Das ist dieser hier. Das ist mit Hyaluronsäure und ist wasserfest. Hier habe ich die 005 Warm Macadamia. Das reicht auch schon. Ich will auch nicht zu viel von dem Produkt auftragen, weil manchmal ist weniger einfach mehr, damit es einfach schneller eingearbeitet wird. Nehme ich dafür auch meine Finger, damit sich das einfach besser mit die Haut verschmelzen tut. Weil gerade so, weil wenn es wirklich schnell geht, dann verwende ich ungern der Pinsel, weil das dauert einfach ein bisschen zu lange, um das Ganze einzuarbeiten. Wenn es einfach schnell geht, dann verwende ich lieber dann meine Finger, weil es einfach auch besser mit der Haut verschmilzt. Durch die Körperwärme verschmilzt die Produkte besser mit der Haut. Und deswegen verwende ich solche Produkte dann einfach gerne mit den Fingern. So, das war's. Und jetzt sette ich das Ganze. Da habe ich von Rie by de Loop das Pro Kollagen Powder. Mattiert die Haut, verleiht einen natürlichen Ton. Das ist dieses Produkt hier, das habe ich euch schon gezeigt. Das ist halt so ein leicht, es hat leicht Farbe, aber klopf es ab, tupf es einfach nur ein. Ich wische das nicht, sondern ich tupfe das wirklich ein, damit das Produkt nicht irgendwie verwischt wird. Weil das habe ich jetzt mittlerweile auch mitbekommen, dass es besser ist, das Puder einzutupfen und nicht irgendwie zu wischen, weil sonst man das Produkt abtragen kann, also irgendwie verwischen kann und da hat man wieder diese Streifen und deswegen ist es dann besser einfach, das Puderprodukt dann aufzutupfen. Und deswegen mache ich das. Auch wenn ich jetzt am liebsten wischen würde, tue ich das jetzt nicht, sondern ich tupfe das einfach nur ein. Um das ganze Gesicht jetzt zu setten, verwende ich wieder das Produkt. Wir nehmen jetzt dafür einen anderen Pinsel. Das ist eher ein Kabuki, den ich von For Your Beauty habe. Den gibt es wahrscheinlich so jetzt nicht mehr zu kaufen, weil den habe ich jetzt schon über die Jahre schon. Also habe schon mehrere Jahre. Das mache ich dasselbe. Ich tupfe das einfach nur ein. Also ich gehe damit wirklich gruselig. Ich gehe hier auch auf meine Augenlider, damit die bisschen auch abmattiert sind. Gehe auch das leicht über meine Nase, damit die auch schon leicht abgepudert ist, weil gerade auf die Nase, finde ich, glänzt man schnell nach, also man ölt da schneller nach. Ja gut, es kommt auf die Person an. Also ich zum Beispiel habe das leider so, dass ich in diesem Bereich einfach schneller nachfette. In meinen anderen Gesichtsbereichen geht das, da fette ich nicht nach. Aber gerade hier auf meinem Nasenbereich, also. Und dementsprechend habe ich jetzt da auch das Puder verwendet, damit es wirklich ein bisschen abmattiert wird. So.
Das war jetzt die Grundlage und jetzt kommen wir zu dem Blush, Bronzer, Highlighter und dann noch für die Lippen und dann war es das. So, kommen wir zu den Blush. Da habe ich den von Catrice, den Chic Lover Marbled Blush. Das ist dieser hier, der neu in das Sortiment von Catrice reinkam. Dahlia Blossom. Das ist ein gebackenes Puder Rouge mit feinem Schimmer für strahlende Wangen. Weil ich tue das ja manchmal so, einen matten Blush erst aufzutragen und dann einen schimmrigen. Um jetzt Zeit zu sparen, verwende ich direkt einen schimmrigen Blush. Hier müsst ihr tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil der ist sehr gut pigmentiert und es kann schnell sein, dass ihr dadurch sehr schnell overblushed aussehen könnt. Das verteile ich so auf die Wangen weg. Das, ja, das Licht schluckt einfach sehr, sehr viel. Ich glaube, wenn ich aus meinem Raum, weil mein Raum ist, was das Licht angeht, ziemlich blöd. Also da muss ich auch bisher eine andere Lösung finden, dass ich das anders drehe, weil es schluckt sehr viel von dem Produkt jetzt. Weil der Blush ist normalerweise pigmentierter. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt in einen anderen Raum sehe, ist er wirklich so gut. Aber jetzt im Video, wie ihr seht, ist er eigentlich kaum zu sehen. Da gehe ich noch ein bisschen rein, aber auch nicht zu doll, damit es einfach nur ein frischen, nicht irgendwie zu doll, dass es noch zu overblush dann aussieht. So, das war jetzt der Blush. Dann kommen wir jetzt zu dem Bronzer und das ist dasselbe. Da verwende ich normalerweise auch ein mattes Produkt, erst ein matten Blush. Den von Too Faced, den Milk Chocolate Soleil, verwende ich sehr gerne vorher. Und, oder den von Turn It Up, den Bronzer. Silk and Touch, wie der heißt. Auf jeden Fall habe ich den euch schon gezeigt gehabt, aber da ist mittlerweile die Schrift schon ab. Und jetzt habe ich von Physicians Formula den Butter Bronzer in der Farbe Richtung Light Bronzer. Das ist dieses Produkt hier. Es riecht ganz schön so leicht nach Kokosnuss. Man hat so wirklich so ein leichtes Urlaubsgefühl. Und den verteile ich so ein bisschen, gehe auch ein bisschen weiter hin nach oben, damit auch hier leicht es gebräunter ist. Weil gerade im Frühling, Sommer sind das die Stellen, die einfach schneller auch braun werden. Obwohl ich sagen muss, bei mir das ziemlich lange dauert, bis ich wirklich schön braun geworden bin. Weil ich weiß nicht, ich habe das Problem wirklich, dass ich kaum braun werde. An manchen Stellen werde ich schon richtig gut, aber an manchen Stellen sieht man das gar nicht. Ich kann wirklich so lange in die Sonne sein, aber es passiert nichts. Außer, dass ich dann ein Sonnen, also, dass ich dann rot bin. Aber nicht braun. Und das finde ich jetzt wirklich blöd. Wem geht es so ähnlich, der Probleme hat, im Frühling, Sommer braun zu werden oder halt kaum gebräunt ist. Also, wie gesagt, ich habe das wirklich so, ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich habe Probleme. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, wenn ihr auch solche Probleme habt, wie ihr das löst. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, weil das würde mich schon interessieren, weil ich bin schon interessiert an selbst bräunende Produkte auszuprobieren. Aber es muss ja auch wirklich gute Produkte sein, weil nicht jedes Selbstbräunungsprodukt ist richtig gut, weil manche können orangestichig werden, manche, und deswegen, und das muss man auch aufpassen, dass man es gleichmäßiger auftragen tut. Also, das ist alles nicht so einfach. Ich weiß, es gibt wirklich tolle Selbstbräunungsprodukte, aber die können ja auch schnell fleckig werden, das ist es ja. Da muss man ja auch aufpassen, um es wirklich sehr, sehr gut aussehen zu lassen. So, jetzt kommen wir zu meiner Lippenkombination, die ich heute trage. Verwende, das ist von Eveline de Oh My Kiss.
Diese, ja, das sind auch schon so ähnlich. Die gehen schon in Richtung der Glossticks von Catrice, weil die sind auch so stiftartig. Das ist so ein bräunlicher Ton. Von Farbton her weiß ich es nicht, weil hier habe ich aus Versehen den, wo der Name drauf das Schild abgelöst. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht mehr, welche genaue Farbbezeichnung das war. Wenn ich finde, will ich das Tasse in meine Infobox reinschreiben von diesem Produkt, welche Farbton es ist. Weil der ist auch schon glossy. Das ist auch ein sehr, sehr schöner alltagsbräunlicher Ton, der so wärmer ist, aber trotzdem sehr, sehr schön zu tragen. Und was ich darüber trage, ist von Trended Up der Pure Nude Lip Gloss in der Farbe 30. Das ist jetzt mit Jojoba Öl. Das ist aus dieser Reihe hier. Um das einfach noch ein bisschen zu toppen. Der riecht auch richtig schön angenehm, also ist auch ein toller Geruch. So, das ist jetzt der Lippenstift. Oh, was ich vergessen habe, Highlighter. Oh, da habe ich was vergessen. Das ist nämlich den Highlighter, den ich von Essence, der Gimme Glow Luminous Highlighter, den ich verwenden möchte. Strahlender Highlighter mit lichtreflektierenden Pigmente. Also das ist jetzt das allerletzte Produkt, was ich jetzt verwenden werde für mein Full Face. Und dann bin ich auch schon fertig. Dann nehme ich auch den Pinsel von For Your Beauty aus dem letzten Jahr, war es ja auch so eine Sommer-limitierte Edition gewesen mit den Pinsel. Genau den Pinsel, den ich für Blush Bronze aufgetragen habe, das ist auch so aus dieser LE-limitierte Edition gewesen. Und dieser war drin. Und halt, ich kann schon nicht mehr reden. Da sind die beiden Pinsel, die zusammen in die Verpackung drin waren, sowohl halt Bronze. Das ist halt wirklich so ein Produkt, was ihr für Blush, Bronzer verwenden könnt. Und das ist tatsächlich, finde ich, so ein Highlighter-Pinsel. Da habe ich den Farbton 10 Glowy Champagner. Das ist so ein, ja, Champagner, der so leicht ins Goldige geht, aber dezent in Gold. Den verteile ich jetzt hier oben. Gibt das hier auch so ein bisschen nach oben, damit auch hier ich ein bisschen mehr gehighlightet bin. Weil früher habe ich einen anderen Pinsel sehr, sehr gerne verwendet, nämlich den Fächerpinsel oder den Maskepinsel von auch von For Your Beauty, aber den gibt es mittlerweile nicht mehr, weil der Maskepinsel ist jetzt anders. Von For Your Beauty, das ist so silikonartig, dieses Pinselapplikator oder was man dazu sagen kann. Und das hier ist dann blöd. Und deswegen muss ich jetzt mich umschauen nach einem neuen Pinsel für Highlighter. Bin gerade nochmal in das Produkt reingegangen, weil ich doch ein bisschen mehr. Ich muss sagen, bei Highlighter verwende ich sehr, sehr gerne auch ein bisschen mehr, weil es trotzdem, finde ich, dezent und trotzdem nicht zu sehr glowy ist, sondern richtig schön Highlighter-Effekt. So. So, das ist jetzt so mein fertiger Full-Face-Make-Up-Look. Wenn es wirklich schnell gehen soll, natürlich. Ich habe jetzt euch ja dazu auch zu dem Produkt viel erzählt gehabt. Dementsprechend ist es jetzt auch ein längeres Video wieder geworden. Ich kann mich irgendwie nicht kürzer fassen. Also, das ist jetzt das Lippenprodukt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, die Kombination, die ich von Avalon und Trended Up verwendet habe, weil das ist auch eine tolle Kombination jetzt für den Frühling.
Natürlich habe ich auch andere Lippenprodukte, die ich auch sehr, sehr gerne verwende, aber ich wollte euch auch mal andere Produkte in die Kamera zeigen und nicht immer nur dieselben. Weil ich verwende ja auch nur andere Produkte, zwar nicht so oft, aber trotzdem verwende ich die ja. Das heißt, die kann ich euch ja auch zeigen, um euch ja die Meinung dazu darüber zu berichten über die Produkte. Also das ist tatsächlich so ein Look, wenn ich so einfach mal rausgehen möchte ohne ein Auge Make-up. Weil ich finde, weil dadurch sieht man aus ziemlich frisch aus. Der Lippenstift, also die Lippenkombination sieht ja richtig gut aus. Also die gefällt mir. Die muss ich tatsächlich öfters mal verwenden, diese Kombination. Ja, ich quatsche jetzt nicht mehr so lange. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. So mein Full-Face-Make-up. Ich weiß, so ein richtiges Full-Face gehört auch Lidschatten, aber manche tragen vielleicht ja kein Lidschatten, haben dann so einfach so ein fertigen Full-Face-Make-up-Look. Und das habe ich jetzt auch, so ein Full-Face. Das ist jetzt soweit fertig. Ja. Das sind also so die Produkte, die ich wirklich, wenn es schnell gehen soll und einfach, wenn es einfach schnell gehen soll, da verwende ich solche Produkte einfach dann gerne. Und trotzdem hat man einen schönen Full-Face-Make-up-Look. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteres Video mehr zu verpassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet auf meinem Kanal halt, dass ihr abonnieren tut. Dann hinterlasst gerne ich kann schon nicht mehr reden. Hinterlasst im Video gerne einen Kommentar. Ich kann schon nicht mehr reden. Ja, es ist schon soweit, ja, wenn man viel geredet hat. Hinterlasst im Video gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne einen Kommentar, wie ihr den Look findet. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht Erfahrung in Sachen Selbstbräuner-Produkte habt oder was ihr da für eine Lösung habt. Also, weil wie gesagt, das ist, ich kann wirklich so lange in die Sonne gehen, wie ich will. Ich werde kaum wirklich braun. Also, da werde ich tatsächlich eher rötlich. Also, da bekomme ich schneller einen Sonnenbrand, als dass ich gebräunt bin. Wenn es vielleicht wenn es so wie wenn es euch genauso geht wie mir, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr vielleicht dagegen machen tut. Ja, ich hoffe, ihr habt dann noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Wetter bleibt diese Woche so schön, wie es jetzt gewesen ist, also den Sonntag und den Montag, wo ich das Video für euch drehe, haben wir jetzt Montag. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Montag gehabt, einen schönen sonnigen Montag und hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche, eine schöne sonnige Woche und einen schönen Abend. Und dann hoffentlich schaltet ihr das nächste wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss.